Moin, moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, vor einigen Tagen haben wir ja leider die Hiobsbotschaft von Blizzard bekommen, dass es keine nationalen Server geben wird. Und es gab natürlich viele Diskussionen in dem Bereich. Viele haben sich darüber aufgeregt, auch verständlicherweise. Und in der heutigen Podcast-Folge, ich werde nebenbei hier in Zwanglishorn versuchen, ein bisschen zu grinden, mal gucken, ob es klappen wird. Wollen wir uns ein bisschen darüber unterhalten, was es so für Auswirkungen haben wird auf WoW Classic, wenn wir keine nationalen Server bekommen werden. Ne? Es werden, Stand jetzt, internationale Server kommen, also europäische Server, und viele haben da halt keinen Bock drauf. Ich möchte trotzdem an der Stelle sagen, ich finde es übertrieben, jetzt direkt zu sagen, Classic ist vorbei für mich. Ja? Kann ich auch verstehen, wenn das jemand sagt. Aber ich vertrete das nicht. Ich finde, es ist noch nicht vorbei. Und selbst wenn wir die internationalen Server bekommen würden, werde ich da auch drauf spielen, weil ich einfach kein anderes Game sonst, ja, auf kein anderes Game Bock hätte. Ja. Von daher, so, jetzt gehen wir direkt mal unsichtbar. Und heute ist der Fabian hier mit am Start, mit dem ich mich auch schon mal in einer Podcast-Folge unterhalten habe. Damals haben wir so über die Unterschiede zwischen Retail-WoW, war es, glaube ich, ne? Ja, genau. Und, WoW Classic unterhalten und heute, wie gesagt, werden wir uns über diese aktuelle Thematik unterhalten. Ja, und nochmal an der Stelle vielen Dank an die Leute, die so fleißig kommentiert haben unter meinem News-Video, das vorherige Video. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Fabian, du kannst ja vielleicht erstmal so darstellen, was jetzt deine Meinung einfach ist. Also, als du diese News gesehen hast, so, dass keine nationalen Server also kommen werden, was hast du gedacht? Ich schweife erstmal einen kleinen Ticken aus, weil ich war gerade mit der Community im Teamspeak und wir haben uns drüber unterhalten, so ein bisschen über die Surfer, bevor das überhaupt gepostet wurde. Und haben gesagt, ah, es wird schon deutsche Surfer geben, wir wissen eigentlich gar nicht, woher die Angst kommt. Und meine Aussage war auch noch, dass mir ein bisschen sorgt, dass sie halt bei Retail derzeit sehr auf diese internationale Schiene fahren, aber ich einfach nicht glaube, dass sie den Fehler machen und bei Classic auch diese internationale Schiene fahren. Und dann ist aus dem Discord ist dann einer kurz AFK gegangen und er kam ungefähr da 30 Minuten später zurück und sagt, ey, es gibt keine deutschen Surfer. Und dann habe ich noch zu ihm gesagt, ja, verarsch uns nicht. Und dann meinten andere, meinst du das jetzt ernst? Und dann meinte er, ja, es gibt wirklich keine. Meinte ich so, ach, der verarscht dich nur. Und meinte er so, nein, ich schicke euch den Link. War das direkt an dem Abend dann, oder wie? Es war eine halbe Stunde später, nachdem wir uns drüber unterhalten haben. Ja. Eine halbe Stunde. Und dann hat er uns den Link geschickt und also im ersten Moment war ich extrem geschockt. Und dachte mir, also hat dann auch wirklich so gar keinen Bock mehr auf Classic, so dass ich habe ja für Classic mir 2 Wochen Urlaub eingetragen. Und ja, ich habe viele gesagt, wahrscheinlich. Ja, und ich habe wirklich gesagt, ey, ich storniere den wieder, ich spiele vielleicht Classic, aber nicht so krass, das ist mir nicht wert. Mhm. Aber ich habe dann auch erstmal eine Nacht drüber geschlafen und es ein bisschen sacken lassen. Ja. Und, ach, hier, gedacht, ich sehe gerade, der Lucius war dabei, ja? Er grüßt dich und hier hab gerade. Dann, und genau. Und habe dann geguckt. Ich will jetzt erstmal gucken, wie es halt weitergeht, weil ich habe, glaube ich, noch an dem Abend extra mal mein Abo gekündigt, weil das läuft eigentlich noch bis November. Also habe ich es bezahlt und habe aber direkt gekündigt mit der Begründung, dass ich keine Lust habe auf internationale Server. Und ich hoffe einfach, dass das viele machen. Ich habe es auch ins Forum nochmal geschrieben, weil ich denke einfach, damit triffst du einfach Blizzard mit am meisten. Ich kann zwar jetzt immer noch spielen, Anführungszeichen, kann auch mal Beta-Key kriegen, kann auch dann im August anfangen, aber sie haben zumindest schon mal ein Abo, was sie sehen, wo gekündigt wurde, nur wegen keinen internationalen Server. Und wenn das halt von den Leuten, die sich aufregen, jeder macht, dann merken die das ganz schnell. Dann merken die es richtig schnell. Und ich denke, damit triffst du halt auch Blizzard und bewirkst wirklich was. Vor allem, weil man auch sagen muss, am nächsten Morgen hat sich ja direkt der Community-Leiter ja schon gemeldet und hat schon gesagt, dass er das Ganze jetzt weiterreicht. Und und dass das Ganze, dass es meldet und das Ganze in die nächste Ebene geht. Ja, genau, der hat ja gesagt, er nimmt das komplette Feedback. Genau. Wir verschonen den Schaman hier mal, ja, Leute, wir wollen Frieden wahren. Und dass er das quasi weiter nach Amerika tragen möchte, ne, das Feedback von den, von den Europäern, kann man ja sagen, ne. Und was ich direkt an der Stelle hier interessant finde, was ich nämlich gar nicht wusste, ist nämlich wirklich so auf Retail. Es gibt, weil du kennst dich ja auch Retail relativ gut auch, aus auch, ne? Mhm. Es gibt ja noch deutsche Server auf Retail gerade. Genau. Ne? Genau. Aber die sind ja nicht mehr wirklich deutsch, ne?
Doch, glaube ich. Die sind komplett deutsch. Nein, die sind komplett deutsch. Aber ich habe gehört, man kann in der offenen Welt auf Leute von anderen Sprachen treffen, oder nicht? Oder ist das nicht so? Also in den ganz Low-Level-Gebieten, also die Gebiete sind ein bisschen zusammengelegt, so, mit so einer Art Phasing auch, damit du nicht ganz alleine irgendwo rumrennst, ne? Okay. Weil es auch einfach nicht zum Feeling passt. Aber die Surfer sind komplett deutsch. Also du wirst auch keine Gilde, also könntest nicht eine nicht eure deutsche Gilde dann rein. Also außer es wird dann halt eine ausländische Gilde auf deinem Surfer eröffnet werden. Aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie ein Einzige, was halt ist, die Gruppensuche ist international. Du kannst halt international in die Gruppensuche gehen. Und dann kommen halt auch Spanier, Portugiesen, Engländer, Russen. Aber dein Surfer ist trotzdem deutsch. Also wenn man mal guckt, da wird auch komplett nur im Handelschat und im Allgemeinchat Deutsch geschrieben. Da gibt's nichts anderes. Da kommt vielleicht also mal was Englisches, aber das sind dann meistens welche, die Gold verkaufen. Aber keine Gruppensuche oder sowas. Also ich habe noch nie gesehen, dass eine Gruppensuche auf Englisch geschrieben wird. Also es gibt so quasi kleinere Funktionen, wo man dann mit anderen was machen kann, aber der Server an sich ist quasi eigentlich trotzdem noch einsprachig, ja. Okay. Genau. Nochmal kurz Feedback an euch, Leute. Ich dachte, während der nächsten Dreiviertelstunde gerne dann auch nur so überwiegend Fragen und Anmerkungen zu dem Thema, wo wir gerade uns drüber unterhalten, da kann ich einfach besser drauf eingehen, ja, das wäre ganz cool. Dann könnt ihr euch auch gerne beteiligen. Ich werde immer mal so alle paar Minuten mal reinschauen und dann auf jeden Fall ein paar Fragen mal vorlesen von euch. Genau, und ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, um auch nochmal meine Meinung sozusagen, ich habe mir das angeschaut, die News, irgendwie wollte eigentlich gerade pennen gehen, so gefühlt. Und habe mir den Rechner angehauen und direkt ein Video drüber gemacht. und ich war auch ehrlich gesagt erstaunt, dass ich dann doch so fette Reaktionen auch bekommen habe unter dem Video, ne? Also da haben sich ja wirklich, also ich habe, glaube ich, noch nie ein Video rausgehauen, wo ich so viele Kommentare drunter hatte, ne? Ich glaube, an die 500 Kommentare. Und schon krank, wie sehr emotional die Leute darauf reagiert haben, wie auch, ne? Und ich habe halt immer, was ich halt schade finde, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen, dass viele dann immer so gesagt haben, naja, dann lern doch Englisch oder von wegen, dass man nicht mit internationalen Leuten zusammenspielen möchte oder so. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Und das wäre mir auch nochmal wichtig, dass wir das auch hier klarstellen, worum es eigentlich geht. Und mir geht es eigentlich darum, also wenn ich jetzt so darlegen sollte, warum ich es irgendwie besser finden würde, dass wir nationale Server bekommen würden. Ja, es geht mir nicht darum, dass ich nicht mit Italienern oder mit Schweden zusammenspielen möchte. Das habe ich vorhin auch schon mal erklärt. Sondern ich möchte eigentlich, also das ist meine Aussage, wenn ich merke, dass wir so viele Deutsche haben einfach, ja, so viele im deutschsprachigen Raum, die einfach locker auf jeden Fall einen Server bevölkern könnten, vielleicht sogar mehrere, denke ich, dann finde ich einfach, kann man doch diese bessere Möglichkeit nehmen einfach. Dann kann man doch sich dafür entscheiden, ja. Und ich glaube einfach, ich habe die Vermutung an der Stelle hier, dass dass Blizzard einfach die europäische Community krass unterschätzt hat. Sie nicht irgendwie das auf dem Schirm haben, dass so viele hier anfangen wollen und auch wirklich switchen wollen. Auch so viele Retail-Spieler, die wirklich sagen, ey, wenn Classic kommt, will ich richtig durchstarten da. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass sie vielleicht auch durch dieses krasse Feedback einfach merken, wow, da geht doch mehr, als sie gedacht hätten. Und weil ich habe jetzt gehört, Fabian, kannst du auch gerne noch was zu sagen, dass es keine Geldfrage ist, ja? Ich habe von vielen Leuten mittlerweile gehört, es geht nicht darum, dass es zu teuer wäre. Ja, das denke ich auch. Ich habe von vielen gehört, es wäre zu teuer, haben wir am Anfang alle gehört, und ich habe immer gesagt, ich verstehe nicht, warum es zu teuer sein soll, weil ich verstehe nicht, was der Unterschied ist, ob ich einen englischen Server aufmache oder ob ich einen deutschen Server aufmache. Die Spieleanzahl von den Spielern bleibt doch eigentlich gleich, also das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, was dann da wirklich hätte teurer sein sollen. Genau, also viele haben dann so argumentiert von wegen, ja, es geht um die Kundenbetreuung, ne? Dann könnten sie sich so den deutschen Kundensupport und so weiter sparen. Aber da wurde ja, wie gesagt, schon gesagt, dass er ja weiter aufrecht erhalten bleibt. Von daher ist die Frage eigentlich geklärt, ne, von den Kosten her. Und dann habe ich halt als Argument gehört, ja, nee, es geht eher darum, dass Blizzard eigentlich die Befürchtung hat, dass so der Hype von Classic in einem halben Jahr ungefähr sehr stark abflachen wird und wir dann irgendwie viele leere Server haben werden und sie es einfach viel, viel einfacher haben, wenn wir quasi jetzt internationale Server haben, dann kann einfach viel leichter dann zusammengelegt werden, ne, von den toten Servern, als wenn du
mehrere nationale Servers. Und das ist halt die Begründung anscheinend gerade, die ich so gehört habe. Ich glaube halt ganz ehrlich auch, dass es halt einfach, wenn die, wo praktisch Classic erneuern oder wieder machen, das sind nicht die gleichen wie damals. Also, und ich denke einfach dadurch, dass bei Retail so viel international ist, die haben sich gar keine Gedanken darüber gemacht, dass die Community so unbedingt diese deutschen Server will. Daran haben die, glaube ich, überhaupt nicht gedacht, dass, die dachten, glaube ich, wirklich, internationale Server, bei Retail klappt das auch ganz gut mit dem Connecten und sowas. Und die dachten einfach, ja, international passt, jeder kann Englisch so ungefähr. Haben sich, ja, also man muss halt auch überlegen, die Entscheidung wurde ja nicht von dem deutschen Community-Leiter oder so getroffen, sondern sie kam ja aus Amerika. Ich denke einfach, dass da gar keine Gedanken sich... Das heißt, sie haben gar nicht so fett drüber nachgedacht, denkst du einfach, ja? Genau, ich denke einfach, die haben das so gedacht, so, Retail ist schon international... Da ist es denen wahrscheinlich zu viel Arbeit, die Surfer generell international Retail ist ja auch am Arsch, dann können wir Classic ja auch versauen. Nee, ich glaube halt wirklich, ja. Retail ist ja nicht am Arsch. Retail ist ja, ja immer noch gut, also so ist es ja nicht. Aber sie dachten halt einfach international, das läuft bei Retail ganz gut. Die Leute, also viele mögen das auch. Ich muss halt auch sagen, ich habe heute wieder Arena gespielt und hatte mein Mate, war nicht mehr online. Was habe ich gemacht? Ich bin die Queue rein, habe einen Engländer getroffen und habe mit dem dann... 3-4 Stunden gespielt und hat auch richtig Laune gemacht und wir haben richtig Punkte gemacht. Okay, also es ist halt eine gute Alternative auch noch. Aber es muss, und genau das ist der Punkt, höchstens eine Alternative sein, finde ich. Also es muss nicht Standard sein. Weil wenn ich habe es auch im Discord letztens mal angesprochen, wenn ich Queste oder mit dem Twink level und welche dabei habe, die kein Englisch sogar können und ich will denen irgendwie was erklären, was beim Boss zu machen ist, ne, Inni, weil es vielleicht essentiell wichtig ist, ja, wenn die kein Englisch können, habe ich schon ein Problem. Und die sind mal in der Gruppe. Ja, also ich würde sagen, wir machen mal kurz eine Pause und gehen mal auf den Chat ein gerade, ja? Dann würde ich mal ein paar Fragen vorlesen. Weil es ja auch schön ist, dass wir hier gerade live sind und dann auch mal die Leute müssen mit einbeziehen können. In das Video hier. Trifaseba hat geschrieben, vielleicht will Blizzard nicht so viele Classic-Server machen und da sie gesehen haben, dass damals Nostalrius Millionen Spieler hatte und der Server international war, glauben sie, dass sie das auch schaffen? Ja, das könnte natürlich sein. Auch also ehemalige Nostalrius-Mitarbeiter waren ja anscheinend auch in Kontakt irgendwie mit Blizzard, ne? Oder helfen denen bei der Entwicklung. Und vielleicht haben die sich ja so gedacht, ey, viele Privatserver waren auch international. Und da haben die Leute das auch gefeiert. Und dann haben die einfach gedacht, okay, wir gehen in die Schiene rein. Könnte sein, ne? Also, ich glaube fast, sie haben gar nicht gedacht, weil sonst hätten sie nicht... so reagiert, weil hätten sie ein bisschen nachgedacht oder ein bisschen sich erkundigt, wären sie nicht zu dieser Entscheidung eigentlich getroffen, also glaube ich, ganz ehrlich. Okay. Ich denke, dass der deutschsprachige Raum 30.000 plus Spieler haben wird bei Classic. Okay, 30.000, das ist schon eine Ansage, ne? Meine Vermutung war um die 50, ja. Also auch in die ehrlich, Richtung. Ja? Okay. Aber es ist dann natürlich immer die Frage, wie viele von denen dann auch wirklich bei Classic bleiben. Es ist halt auch eine schwierige Sache so irgendwie. Ne? Und ich, also Barlow hat zum Beispiel auch gesagt, naja, er glaubt eigentlich schon, dass die deutschen Server sowieso noch kommen werden. Die Frage ist nur, ob man das vielleicht sogar erstmal mit internationalen Servern anfängt und dann halt schaut, okay, wenn es richtig abgeht, bringen wir auch noch die nationalen Server. Ne? Das meinte er so. Aber da habe ich mich auch schon so ein bisschen gewundert und so gedacht, naja, aber wer hat dann irgendwie Bock, nochmal neu hochzuleveln, oder? Auf dem anderen Server. Was ich gehört habe, dass Blizzard sich dann erhoffen würde, aber ich finde, also ich sehe es anders, aber das habe ich gehört von einigen, dass Blizzard sich dann hofft, die Trans-Gebühren zu verkaufen, also dass dann viele den Charakter Trans machen auf dem deutschen Server. Und sie dann jedes Mal Geld abnehmen. Das ist schon ein Plan, so eine Art, ja. Das ist ja auch abgefuckt. Aber das kommt mir ein bisschen weit hergeholt vor, also ich glaube es jetzt mal nicht, aber das ist auf jeden Fall eine Theorie, die auch aufgestellt wurde. Ah, okay. So, Kaiser schreibt, denke Blizzard haut nach dem Wochenende ein Statement raus, fast 10.000 Antworten im Forum entgehen denen, glaube ich, nicht. Ja, da muss man ganz klar sagen, es war natürlich schon krankes Feedback, was wir da auch gegeben haben, ne, die Europäer in Richtung Amerika. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf das Statement, ne, ob die, also ich weiß auch nicht, was denkt ihr denn so? Denkt ihr, es ist ein Anzeichen von Schwäche, wenn sie jetzt auf einmal sagen würden, ja, okay, dann gibt's doch nationale Server? Oder ist es eher ein positives Zeichen, dass sie auf die Community eingehen? Was würdest du sagen, Fabian? Ja, auf jeden Fall kein Zeichen. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen, das ist ein Community-Spiel. Und bei einem Community-Spiel
solltest du auf eine Community eingehen. Das ist kein Ego-Shooter, es ist, ja, es ist wirklich, es geht, ja, es geht um ja. die Gesellschaft, es geht um die Community und genau dann musst du auf die Community eingehen. Das ist essentiell wichtig dafür, dass das Spiel auch erfolgreich ist, weil was bringt dir ein Spiel, was du geil findest, aber keiner spielt? Ja, das frage ich mich schon seit langem bei WoW. Ja, nee, auf jeden Fall, das stimmt schon, stimmt schon. Hm. PDO schreibt, also das große Problem bei Classic ist, dass man im Late Game Skill braucht, so wie es früher war, und dass dann viele zum Aufhören bewegt, weil sie nicht weiterkommen. Ja, aber das ist ja schon so diese Angst, die viele Leute haben, von wegen, dass halt WoW Classic nur so ein Hype gerade wäre, und dann viele wieder aufhören werden. Natürlich, das kann man ein Stück weit nur vermuten, das wird man dann nicht genau herausbekommen wahrscheinlich, ne, wie die Leute sich da so verhalten werden. Aber ich habe, glaube ich, echt immer noch die Vermutung, ohne Kack, viele Leute werden einfach ihr Leben opfern und fertig. Also gerade auch dadurch, dass man eine relativ geringe Einstiegshürde hat, man kann einfach mit einem normalen Abo sich das runterladen und mal reinschauen. Also ich habe wirklich die Vermutung, da werden viele drauf hängen bleiben und sogar dann eher sagen, Retail WoW, ciao, ciao. Und All-In gehen in Classic, das ist ja meine Vermutung. So, jetzt hier noch, der Lustige schreibt gerade noch, ist der Hype möglicherweise auf Classic zu groß und sind die Erwartungen überhaupt erfüllbar? Was war so deine Meinung, Fabian? Ich habe auch öfter mal gehört von einigen Leuten, dass Blizzard vielleicht sogar der Hype zu doll war und sie deswegen gesagt haben, ey, wir wollen das ein bisschen klein halten, damit nicht womöglich, ja, Retail in einem schlechten Licht dasteht am Ende, weißt du, dass dann jeder irgendwie nur noch Classic spielt und Retail irgendwie komplett untergeht. Nee, und also so schlecht ist ja Retail auch nicht. Also, das muss man ja einfach mal sagen. Also, das ist klar, es gefällt nicht jedem, aber denen, wo es gefällt, Retail ist jetzt so verkehrt, ist es bei weitem nicht. Und vor allem, sie veröffentlichen ja die Zahlen gar nicht mehr. Das heißt, es könnte ja auch kein Mensch mehr nachprüfen, wie es geht. Es wären dann höchstens Vermutungen, wie Retail im Vergleich zu Classic ist. Und Blizzard ist egal, solange die Zahlen passen und das Geld passt, bin ich der Meinung, das ist denen komplett egal. Okay. Also, okay, so meinst du das nun? Ja, also gar Hauptsache nicht, die Zahlen nicht, stimmen. Ob dann mit Classic einnehmen so, oder mit Retail. Hauptsache die Zahlen stimmen. Also ob es über Retail reingeholt wird. Und wenn es über Retail reingeholt wird, haben wir nur umso bessere Chancen für auf PC. Ja. Und das ist eigentlich das, worauf ich hoffe. Ah, okay. Ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal so langsam zu dem nächsten Thema über, was jetzt heute sehr aktuell war. Also folgendermaßen. Jetzt haben sich natürlich viele die Frage gestellt, okay, angenommen, Blizzard lenkt nicht mehr ein. Ne? Also angenommen, wir bekommen wirklich diese internationalen Server. Das ist natürlich kein Weltuntergang, finde ich. Also ich werde auf jeden Fall trotzdem auch Classic spielen, das ist logisch. Aber viele haben sich jetzt direkt Gedanken gemacht und es gab jetzt eine sehr große Bewegung. Ja, es gibt eine deutsche Community-Bewegung in dem Sinne. Es gibt einen Discord, da sind, glaube ich, mittlerweile fast 2000 Leute drauf, wo sehr viele Gildenleiter und so weiter eingeladen wurden. Da gab es heute um 14 Uhr eine Besprechung, da war ich auch anwesend. Und da wurde dieses Projekt mal vorgestellt und die planen momentan quasi im Grunde genommen mit der kompletten deutschen Community, also so viele Leute, wie man halt damit erreichen kann mit dem Projekt, auf einem, beziehungsweise auf zwei Servern, auf einem PvP und auf einem PvE-Server zu starten und diese beiden Server im Grunde genommen ja als Deutsche einzunehmen, ja, um es mal ganz klar zu sagen. Also man möchte quasi wirklich diese Server dazu zwingen, deutsche Server zu werden. Und was ist erstmal so generell dein Gedanke zu dieser Idee, Fabian? Ich finde das genial. Also es gibt natürlich auch welche, die sagen, was ist, wenn dann Ausländer, die es nicht wissen, da drauf sind und sowas. Klar, das ist, also man sollte die jetzt nicht irgendwie verprellen, man sollte jetzt nicht im Handelschat, wenn jemand ausländisch schreibt, ihn zuflamen oder sowas. Das fände ich unmöglich, das geht einfach nicht. Mhm. Aber es ist, aber Blizzard lässt uns auch keine andere Möglichkeit, da wir eine deutsche Community haben wollen und auch einen deutschen Server eigentlich haben wollen, lassen sie uns keine Möglichkeit, als vorher praktisch abzuklären, okay, wir gehen auf den und den Server. Und ich finde das cool, wenn die Community jetzt schon
so gut zusammenhält und das Ganze jetzt schon so gut abspricht, das zeigt ja eigentlich, wie gut das Potenzial von der Classic Community als Gesamtes ist. Ah, okay. Und das finde ich dann eigentlich ziemlich beeindruckend und imponiert auch, weil ich finde, das zeigt, wie unbedingt und wie wichtig dieser Drang ist, deutsche Surfer zu haben, den Leuten. Stimmt, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Hast du schon recht, ne? Das zeigt auch von der Stärke von der Community irgendwie auch, ne? Ganz genau. Und wie sie zusammenhält und was sie alles dafür tut, um wirklich einen deutschen Surfer zu bekommen. Ja. Weil das ist mit bestimmt sehr viel Aufwand verbunden, dieses Discord und alles, da die Leute einzuladen und zu rekrutieren und zu gucken, welchen Surfer nimmt man. Das ist nicht von heute auf morgen mal gemacht. Und dass man jetzt schon 2000 Leute in diesem Discord hat, finde ich geil. Ja, genau. Also da wurde auf jeden Fall ein Forum-Beitrag gemacht und die beiden Leute, die dahinter stecken, die kenne ich auch ein bisschen, die wollten auch mal bei uns in der Gilde mitmachen. Die haben das schon echt gut organisiert und sind da auch echt am Ball. Also das ist auf jeden Fall in guten Händen. Trotzdem muss ich auch ehrlich sagen, ich habe auch immer noch meine Bedenken, ne? Weil was du schon angesprochen hast mit dieser Problematik, dass natürlich dann auch irgendwelche anderen Leute von irgendwelchen anderen Ländern halt auf den Servern anfangen werden und es gar nicht mitbekommen werden, dass wir da mit den Deutschen einmarschieren werden auf den Servern, so eine Art. Und dann halt irgendwie auf Level 48 auf einmal merken, oh, hier spricht ja gar keiner Englisch. Ne? Da gibt es natürlich schon verschiedene Möglichkeiten, was die Leute sich überlegt haben. Manche haben irgendwie schon gedacht, ja, man kann ja dann im Startgebiet so mit Leichen Buchstaben hinzeichnen auf dem Boden, ja, wie so Gär oder so. Oder Now you enter German territory, so eine Art, ja. Aber also, kann man natürlich machen. Oder irgendwie so, dass man halt Makros verteilt irgendwie und während der Levelphase schon die Leute immer wieder diese Makros in allen möglichen europäischen Sprachen halt in den World-Chat reinspammt. Ja, es ist natürlich, trotzdem finde ich es natürlich schon chaotischer, als wenn Blizzard das einfach selber regeln würde. Ich glaube. Genau, aber sie zwingen uns und ich glaube auch, wenn es so wäre und die Leute dann heulen, dass sie halt auf anderen Surfern sind, nicht ihrer Sprache, dann wird Blizzard auch handeln, weil diese Leute sehr potenziell verloren, wenn die nicht mehr Lust haben, Classic zu spielen, weil ihrem Surfer keiner mehr die Sprache spricht. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass Blizzard dann so weit geht und auch geht und falls sie am Anfang jetzt keinen deutschen Surfer bringen und wir wirklich so einen Surfer kapern, in Anführungszeichen, dass sie dann hingehen und sagen, oh, wir merken, der Andrang ist so groß, es haben sich schon deutsche Surfer gebildet, die machen wir jetzt zu deutschen Surfern. Schreib mal noch das Gear hinter. Nee, und so ähnlich. Und das praktisch die Leute, die ja drauf sind und nicht deutsch sind, bieten sie einen kostenlosen Charaktertransfer an, auf zum Beispiel jetzt einen spanischen Surfer, wenn es Spanier sind. Aber nur halt auf einen spanischen Surfer, jetzt nicht Surfer intern, sondern einfach nur, dass sie dann merken, oh Mist, wir müssen doch die Sprachen voneinander trennen und bieten dann halt diese Surfer-Trans an kostenlos. Sie haben ja auch damals, wenn neue Surfer eingefügt werden, neue Deutsche, haben sie ja auch, um die zu bevölkern, kostenlose Surfer-Trans angeboten. Vielleicht ist es ja auch alles ein riesiger Marketing-Move irgendwie oder ein Versuch, um einfach mal zu schauen, ey, welche Community wird denn aktiv? Ja, wer hat denn überhaupt eigene Server verdient? Weißt du? Ja. Grüntee, moin moin, grüß dich. Ich wollte gerade nochmal einen Kommentar vorlesen, weil der wirklich sehr lang war. Finanzminister Kane, ja, direkt aus dem Finanzamt hier. Ist einfach ein schwieriges Thema. Einerseits möchte man Geisterserver verhindern, genau. Andererseits kann es komplett nach hinten losgehen wahrscheinlich. Allein das Layering soll Spieler verteilen, dass keine Überbevölkerung einzelner Gebiete stattfindet bei dem großen Ansturm. Nur was, wenn Blizzard falsch liegt und Hype auf lange Sicht bestehen bleibt? Vor Phase 2 soll Layering abgeschafft werden, nur haben wir dann komplett überfüllte Server im schlimmsten Fall. Im Endeffekt, wie Blizzard es macht, es kann fast schon nur. Und dann ist der Kommentar vorbei. Also was ich da rauslese, dass man halt einfach, man kann natürlich in beide Richtungen failen. Ne? Man kann entweder die Nachfrage unterschätzen oder halt eben überschätzen. Ne? Und beides hat halt irgendwie Nachteile. Ne? Wir merken, aber wenn sie unterschätzt wird, dann könnten sie immer noch Surfer hinzufügen. Und das haben sie ja damals auch schon gemacht bei Classic. Das darf man nicht vergessen. Halt wir waren ja schon mal in der Situation, dass sie damals Surfer hatten und es einfach zu viele Leute gab, die da drauf gespielt haben. Und dann haben sie neue Surfer hinzugefügt. Deutsche Surfer, erwähne ich jetzt extra nochmal. Und haben dann kostenlose Charaktertransfers angeboten. Also das war, wir war,
sie waren schon mal in dieser Situation und haben das damals eigentlich ganz gut gelöst. Und was ist jetzt, was ist schlimmer, wenn wir die Community am Anfang unterschätzen und zu wenig bringen oder wenn wir zu viele Server bringen? Natürlich ist zu viele Server schlecht, weil du kannst Server nicht einfach streichen oder du müsstest die dann zusammenlegen. Und das finde ich immer schlimmer, wie einfach neue Server hinzuzufügen, wo die Leute freiwillig dann wechseln können. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres wie ein Geistersurfer. Und das erreichst du halt, also du erreichst halt, dass du keine Geistersurfer hast, indem du es erst klein hältst und dann je nach Bedarf das Ganze erstmal vergrößerst. Aber immer noch recht, in Anführungszeichen, knapp bemessen. Erstmal einen Surfer nach einem Monat, dann vielleicht nochmal einen. Also das muss man natürlich nach den Zahlen schätzen oder schauen, wie viele Surfer dann im Nachhinein nochmal kommen. Aber ich finde es immer besser, wenn man Surfer im Nachhinein hinzufügt, als am Anfang eine Riesenschwall von Surfer und zu merken, ey, so viele spielen gar nicht. Und wir haben lauter Geistersurfer. Das macht auch Sinn. Also, Bumsebart, moin moin. Und genau, ja, jetzt nochmal zu dem, weil das auch einige interessiert, glaube ich, was heute bei der Besprechung da rauskam. Also, wir haben quasi bei der Besprechung, da wurden alle Gildenleader mehr oder weniger so von den größeren deutschen Gilden oder beziehungsweise von den Gilden, die sich für das Projekt interessiert haben, halt eingeladen ins Discord und wir haben uns da quasi so anderthalb Stunden den beiden Organisatoren zugehört und haben quasi Infos bekommen, wie das Projekt ablaufen soll. Und ja, im Grunde genommen wurde noch nicht so viel entschieden, weil man einfach viele Dinge noch gar nicht weiß. Ne? Man weiß noch nicht, wird Blizzard da irgendwie drauf reagieren, wie werden sie drauf reagieren, wie viele Server werden kommen und so weiter. Der Plan momentan ist im Grunde genommen einfach nur, dass man halt, wenn es wirklich so kommen sollte, ja, dass von Blizzard wirklich keine nationalen Server mehr kommen werden, dann wird man versuchen, mit den kompletten deutschen Gilden, die Bock drauf haben, auf einem PvE, auf einem PvP und einem RP-PvP-Server, ja, dass man daraus drei deutsche Server macht. Das ist im Grunde genommen das Ziel von denen. Und in dem Discord geht es quasi einfach nur darum, dass man sich gegenseitig supportet bei dem Ziel irgendwie. Und dass man immer sich wieder gegenseitig updatet und so weiter und die komplette Community irgendwie informiert, wo es am Ende dann hingehen soll. Ne? Weil desto mehr Leute da mitziehen, desto, ja, deutscher wird der Server letztendlich. Ne? Und anderer Punkt, der auch wichtig ist, der auch besprochen wurde, ist einfach, dass natürlich die anderen Länder, ja, Frankreich, Italien, Spanien und keine Ahnung wer noch, die überlegen jetzt auch gerade genau das Gleiche zu tun. Ne? Und was natürlich ein bisschen blöd wäre, wenn wir sagen, ja, Server, wir gehen alle auf, keine Ahnung, kommt ein neuer Server, der wieder Blackmoor heißt von mir aus irgendwie, dann sagen die Deutschen so, wir gehen alle auf Blackmoor. Ja, die Spanier sagen es aber auch. Und dann hat man sich nicht mit denen abgesprochen und dann haben wir da den Salat, ne, dass dann alle auf einen Server gehen. Und deswegen will man eben auch mit den anderen europäischen Communities sich eben absprechen, dass wirklich jeder seine Server bekommt. Das ist also quasi mit riesiger organisatorischer Aufwand eigentlich, der da jetzt betrieben wird. Und der halt eigentlich hätte verhindert werden können. Im Blizzard, ne? Ja, genau. Und das wird quasi so über die nächsten Wochen und Monate dann ja immer mehr intensiver werden, je näher wir quasi dem Release kommen und desto weniger Infos wir von Blizzard quasi bekommen. Ne? Also, weil das Worst-Case-Szenario wäre einfach, dass wir von Blizzard überhaupt gar keine Infos mehr bekommen und es einfach so kommen wird. Ne? Muss man mal gucken. Das wäre auch ein bisschen Blizzard-untypisch, würde ich jetzt mal sagen. Also wirklich als jemand, der seit 15 Jahren Blizzard-Spiele spielt. Also bei so einem krassen Community-Aufschrei, wo es wirklich eigentlich nur eine Seite gibt. Es gibt zwar auch eine Seite, die sich enthält, aber es gibt eigentlich keine Seite, die es gut findet. Die wirklich sagt, oh ja, ich freue mich riesig über die internationalen Server. Ich habe ein paar Kommentare gelesen, die es auch gut finden. So. Aber es ist schon sehr, sehr gering. Also sehr, sehr wenig, ja. Genau. Also deswegen, und ich denke, da hat bis jetzt Blizzard immer gehandelt. Und das denke ich, werden sie auch dieses Mal wieder tun. Also, wie es im Endeffekt wird, das wird sich rausstellen, aber ich bin mir zu 80% sicher, dass da was kommt, dass sie da einlenken. Und wenn, wenn sie halt so weit gehen, einfach das europäisch zu lassen und vielleicht ein DE hinter den Namen zu setzen, nur ein GR. Wie sie es auch zum Beispiel jetzt, es gibt ja auch einen portugiesischen Surfer auf Englisch. Bei den englischen Surfern gibt es einen portugiesischen Surfer. Bei Retail derzeit. Und das ist praktisch genauso machen, ja. Weil die haben keine eigene Surfergruppe, sondern die haben einfach hinter den englischen. Also an dem Surfernamen steht einfach portugiesisch. Ah, okay. Ich hab
160. Ich weiß nicht, ob erst die Spieler, die Portugiesen, auch da waren und dann der Name dann hinzugefügt wurde, weil zu viele da sind. Oder ob die einfach gesagt haben, okay, für euch ein komplett eigenes Classic-Enthusiasten. Sombono, vielen, vielen Dank für die 11 Euro. Ja, Liebe geht raus an alle WoW-Classic-Enthusiasten. Vielen, vielen Dank dafür. Ein kranker Typ. Danke dir, danke dir. Und Shoutout auch an Demon, ja, für das Zitat. Und danke auch an Iro King für den Sub, ja, und willkommen. Sorry, Fabian, habe ich dich gerade unterbrochen. Ja, ja, kein Thema. Nee, und ja, und ich weiß halt nicht, wer zuerst da war, also ob es erst so viele Portugiesen auf dem Surfer gab, oder ob halt Blizzard von Anfang an dachte, okay, das Raster ist zu klein, um ein Portugiesisch als Ganzes aufzuführen mit mehreren Surfern. Deswegen gehen wir einfach auf einen englischen Surfer hin und schreiben da hinten dran Portugiesisch. Ja, genau, genau. Weil ich finde halt auch, es gibt schon einige Leute, die wirklich Bock auf den internationalen Server haben. Ne? Ist ja auch alles schon gut. Ich meine, jeder hat eine andere Meinung irgendwie. Und ich denke aber, das wird auch gar nicht so das Problem sein, weil ich nämlich auch weiß, dass zum Beispiel viele internationale Gilden auf den englischen Servern anfangen wollen. Das war eigentlich auch immer schon so, auch während des Originalen. So während Burning Crusade auf jeden Fall, zum Beispiel Stormscale war so ein bekannter internationaler Server, wo dann auch viele Leute hingegangen sind, die in EU-Gilden spielen wollten. Ne? Und ich finde dann, die Leute, die wirklich Bock drauf haben, die können dann ja einfach auf diese Server gehen. Ne? Von daher ganz genau. Glaube ich, dass da jetzt auch, dass man nicht unbedingt sagen kann, okay, dann sind aber die Leute abgefuckt, die gerne mit internationalen Leuten spielen möchten, denn die können halt eben auf diese Server gehen. Ne? Und da eben mit EU-Leuten spielen. Fachter, danke für dein Follow und willkommen, willkommen. Ja, genau, das war eigentlich so, das so der Stand der Dinge eigentlich, ne? Dass quasi jetzt jede Community gesagt hat, ey, wenn Blizzard das nicht macht, dann machen wir es einfach selber. Und zeigt natürlich auf jeden Fall schon klar Flagge an der Stelle und sagt einfach, dass wir da keinen Bock drauf haben. Ne? Das ist halt schon, ja. So, jetzt wollte ich gerade nochmal schauen, ob wir hier irgendwelche Kommentare noch haben. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen habt, könnt ihr die auch gerne reinschreiben. Ich schaue zwischendurch immer mal wieder rein. Es würde ja schon reichen. Okay. Partytime. es würde ja schon reichen, wenn sie einen PvP, einen PvE und einen RP-Server machen. Die Kapazität von heute sind so groß. Also das wäre schon mal ein Problem. Ja, was ist denn, Fabian, so deine Vermutung? Angenommen, sie lenken ein. Wie viele deutsche Server kommen denn dann? Das hatte ich ja schon mal gesagt, also ich rechne fast mit so 8 Surfern, also das ist meine Theorie, aber ich kann ja auch komplett falsch liegen. Wie gesagt, ich würde kleine anfangen an Blizzard-Stelle und die haben ja auch ganz andere Zahlen vorliegen wie wir jetzt. Also ich weiß ja nicht wirklich, allein würde ich als Zahl schon mal nehmen, wie viele haben sich für die Beta-Classic angemeldet. Allein das wäre schon mal für mich ein Richtwert danach, wie viele potenzielle Spieler gibt es auf jeden Fall safe schon mal. Weil ich würde fast sagen, 90% der Leute, die ein Beta-Key wollen für Classic, weil du dich ja im Nachhinein jetzt nochmal dafür registrieren musstest, die wollen auch wirklich dann wieder anfangen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer sagt, ich will ein Beta-Key und hat aber gar kein Interesse an Classic. Vielleicht gibt es davon auch welche, aber ich glaube ganz, ganz wenige. Und ich würde einfach diese Zahl allein schon mal nehmen und das wäre mein Grundbaustein für das, wie viele Leute kommen beim ersten Antrag oder wie viele sind 100% dabei. Das wäre so meine Zahl, worauf ich mich verlassen würde. Und die wissen wir halt jetzt nicht. Die weiß nur Blizzard. Und ich würde mich danach richten. Ah, okay. Ja, das ist natürlich echt immer so ein bisschen blöde, ne? Ich meine, in Amerika haben die das Problem einfach nicht. Da die ganzen Amis da irgendwie, die können einfach nur feiern. Da haben aber auch schon viele größere Streamer auch gesagt, StaySafe unter anderem, dass sie auch das verstehen, dass die europäischen Communities auch ihre eigenen Server haben wollen. Und da hoffe ich, dass dann auch vielleicht von denen da irgendwie auch einer mal was sagt oder auch weiterbringt an Blizzard, ey, hier, macht auf jeden Fall Sinn. Ja, bin ich mal gespannt. Weil ich finde halt generell, kann man schon sagen eigentlich, so die Kommunikation von Blizzard mit der Community in Classic ist ja schon sehr gut eigentlich. Ne? Also ich finde, die sind echt wirklich sehr informationsgebefreudig. Und halten einen immer auf dem Laufenden momentan. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir da gar kein Statement bekommen werden. Glaube ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe ja auch eben gerade gesehen, jemand meint gerade,
morgen kommt zu 100% ein Blue Post zu dem Thema. Müssen wir mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja. Ich lese gerade nochmal zwei Kommentare vor. Die Idee mit Community auf einem Server ist eine gute Idee. Nur zur deutschsprachigen Community kommen noch genug andere dazu. Wie sieht der Plan denn aus, falls die zum Beispiel 5 Communities gerade einmal sagen... auszugehen, dass es genug Server für alle geben wird, ist nach der Ankündigung schwer zu glauben. Ja, ist ja auch generell die Frage, was würde denn überhaupt passieren, wenn wirklich jetzt nur die internationalen Server kommen würden? Fabian, was denkst du, wie viele Server würden denn dann kommen? Wie gesagt, das kann ich halt gar nicht sagen. Also das wäre jetzt wirklich eines raten und das wäre... Also ja, also es ist auch meiner Meinung nach ein bisschen, wir werden es sehen, wenn wir eh die Charaktere einstellen können für die Namen vorher. Bis dahin ist es ja bekannt gegeben und dann ist immer noch genug Zeit, dass man sich abspricht. Ja. Und deswegen, also, und jetzt, man hätte jetzt auch nichts davon, wenn ich jetzt sage, ich glaube, es sind 50 Surfer, es bringt keinem was eigentlich. Also, und 50 Surfer werden es, glaube ich, auf keinen Fall, das würde mich sehr überraschen, aber ich denke einfach, Blizzard würde die Zahlen nehmen, die sich für die Beta-Clients angemeldet haben. Also, das fände ich das Logischste und so würde ich es machen. Und ich würde im Endeffekt kommen, also. Ja. Das kann ich nicht sagen. Okay. Weil ich würde jetzt auch, also würde ich mich auch ehrlich gesagt schwer tun. So. Ich weiß auch nicht, inwiefern das Layering noch eine Rolle spielt. Ihr seht hier gerade layered. Also ich bin hier gerade in der Beta online und die testen hier in der Beta gerade das Layering wirklich extrem. Also zum Teil wird man hier in Phasen verschoben hin und her und so weiter. Und viele haben eben auch die Befürchtung, dass vielleicht sogar das Layering gar nicht komplett abgeschafft wird, sondern eben aufrecht. Das haben sie ja versprochen. Ja, die haben schon versprochen, ne? Aber es gibt immer wieder die Befürchtungen so. Und das wäre natürlich auch dann richtig bitter, ne? Wenn man sagt, okay, es kommen nur 3 Server mit 10 Layern jeweils irgendwie, das wäre schon sehr, sehr bitter, ne? Also da hoffe ich auch, wir da auch keine bösen Überraschungen mehr bekommen. Aber du wirst sagen, safe, das haben sie versprochen, das können sie nicht brechen. So. Also ich denke, das Blizzard, also wir müssen ja auch einfach mal sagen, bis jetzt auf diese Classic-Surfer, auf diese Deutschen, sind die verdammt gut auf die Community eingegangen. Ich finde, wir konnten uns bei nichts eigentlich wirklich sie haben wirklich da wirklich, also meiner Meinung nach, so gut sie konnten, auf die Community gehört. Und ich fand auch absolut okay, dass sie gesagt haben, nein, wir fügen keine Bugs mehr ein, das waren Bugs. Das hat nichts mit Classic-Feeling zu tun, das waren damals schon Fehler und die werden wir jetzt beheben. Das war noch nie so geplant. Ja. Und das ist ja auch absolut normal, wo ja manche aufgeschrieben haben, das ist kein Classic mehr. Das ist für mich alles in Ordnung. Das war nie so geplant. Das fand ich auch immer in Ordnung, genau, ja. Und ich finde halt wirklich, was sie bis jetzt gemacht haben, ich war von allem begeistert. Und jetzt der einzige Manko ist es mit den Surfern. Und ich glaube einfach, dass diese Community-Aufschrei jetzt langt. Wir kriegen unsere deutschen Surfer. Können wir. Und ich denke, dass sie einhalten das mit dem Phasing auf jeden Fall. Sie haben ja auch nicht geschrieben, oh, wir versuchen es zur ersten Phase, wenn es nicht klappt, zur zweiten. Sie haben geschrieben, nein, zur ersten Phase 100% ist es fertig, wenn nicht sogar früher, dass es abgeschafft wird. Und ich denke, mit dieser Aussage haben sie ja ganz klar gezeigt, dass es für sie gar keine Option ist. Dass sie es wirklich nur machen, um den allerersten Ansturm abzufangen, um mal ein bisschen zu gucken. Mhm. Und Ich hoffe es wirklich. An der Stelle ganz kurz Shoutout an Hans Didder. Ja, danke für die 40 Euro, ja, kranker Typ, ey. Gönn dir, vielen, vielen Dank, ja, danke dir. Shit, ey. Ich glaube, wenn es so weitergeht heute, musst du bald mal was ab. Ja. Dann müssen wir noch über dein Budget reden für heute. Mein Gehalt. Steuer. Dann wird das nichts mit dem Gaming-Stuhl. Ja, da hast du recht. Übrigens, der Counter sind auch wirklich die Tage. Also wir sind noch 64 Tage bis zum Release auch, Leute, ja. Seid ihr da auch mal up to date. Ja, vielen, vielen Dank. Ohne Scheiß, ey. Krank, ey. Ich glaube, die höchste Donation, die ich je hatte. GG. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal einen Schritt weiter nochmal. Wir haben jetzt schon viel drüber gesprochen, dass wir uns darüber aufgeregt haben, dass wir keine nationalen Server bekommen. Auch zu Recht, finde ich. Und die Reaktion von Blizzard, wie gesagt, muss man abwarten an der Stelle, ja. Für die Allianz!
Jawohl. Pombi, wunderschönen guten Abend. Moin, moin. Wir nehmen gerade ein YouTube-Video auf, ja? Die Info an dich. Und reden so ein bisschen über das aktuelle Drama, ja, dass wir keine nationalen Classic-Server Stand jetzt bekommen sollen. Genau, jetzt mal so, um vielleicht auch mal so langsam zum Ende zu kommen. Ja, so ein Bono. Also heute dreht aber auch viel, Leute. Ja, vielen, vielen Dank für die 500 Bits an der Stelle. Krass, ey, danke dir, Sombono. Vielen, vielen Dank. Was denkst du denn, wie wird es weitergehen? Also wie wird Blizzard da jetzt drauf antworten? Angenommen, die bringen wirklich morgen ein Statement. Ja, ob sie morgen eins bringen, das weiß ich. Vielleicht lassen sie sich auch noch ein bisschen mehr Zeit, weil Blizzard überlegt ja eigentlich schon meistens die Sachen ganz gut. Also das jetzt war ein bisschen dumm von denen, aber ich glaube einfach, die haben nicht drüber nachgedacht. Ich denke, es kommt noch was. Ob es jetzt morgen ist oder in 2 Wochen, das kann ich nicht sagen. Ich hoffe, dass es recht zeitnah ist, weil je länger sie sich Zeit lassen, umso mehr ist der Aufschrei, umso mehr ist die Genervtheit der Leute. Und ich habe gemerkt, langsam im Forum wird es auch hässlich. Also, und das will ich halt nicht, weil das ist auch das, wo es nicht Ja. hingehen sollte, in Beleidigungen und sowas. Wenn die Leute Und quasi keine Antwort genau, bekommen, dann werden. genau. Und dann wird die Frustration größer und das will ich aber nicht, weil das will eigentlich keiner, dass es in diese Richtung geht. Und deswegen hoffe ich, dass Blizzard recht schnell das mit Statement macht und dass sie da recht schnell ein. Aber ich glaube es auch tatsächlich. Ich glaube auch, dass sie einlenken und ich glaube, dass wir uns für deutsche Server bekommen. Und ja, ich glaube, das wird schon alles. Ja. Leute, wir switchen mal nach Desolace rüber. Da müssen wir weiter leveln. Okay, also du glaubst wirklich, sie werden am Ende dann noch sagen, okay, ja, Gegrüßt. okay, damit haben wir nicht gerechnet, bla bla bla. Genau. Es kommen nicht nur Deutsche, sondern für jede Region die nationalen Server, ja. Ja, ich denke jetzt mal, die Schweden haben wieder Pech gehabt, aber ich denke Spanien, Italien, Was vielleicht kann ich noch für euch Deutschland tun? haben ihre Ein und Frankreich Ja. natürlich. Frankreich. Hamji, danke für den Follow. Vielen, vielen Dank. Ja gut, also wo man sagen muss, die Schweden haben es ja auch ein bisschen einfacher mit dem Englischen, ne? Die haben ja da, glaube ich. Genau. Die haben auch eh englische Filme und sowas, die können es eh Genau, besser. wie war das nochmal? Die haben englische Filme und schwedische Untertitel irgendwie so, ne? Genau, Also genau. die Die haben keine wachsen quasi Synchronsprecher. bilingual auf, so eine Art. Schönen Tag noch. Ja, aber natürlich, ja. Ja, war was. Also meine Einschätzung wäre auch, dass sie einlenken. Dadurch, dass ich jetzt irgendwie auch gehört habe, okay, an den Kosten liegt es nicht unbedingt, ja. Das ist immer so, glaube ich, so. Wenn wirklich halt wirklich krass teurer wäre, ne? Dann würde ich vielleicht auch sagen, okay, da ist die Chance, dass man dann irgendwie nochmal sagt, bei Blizzard irgendwie, okay, wir ändern wirklich komplett den Fahrplan. Ja, gering wahrscheinlich. Wenn es aber wirklich nur eine Gut. Strukturfrage ist eigentlich, oder auch eine Frage, wie viel man der Classic-Community zutraut am Ende, kann ich mir auch noch gut vorstellen, dass sie vielleicht echt, zumindest für die größeren Regionen wirklich noch eigene Server bringen. Ja. Vor allem, es bringt ja keinen um, selbst wenn die dann einfach wie einen internationalen machen und hinter den Surfernamen in GER setzen, dann noch in vielleicht noch in Frankreich in FR und sowas. Und wenn die das einfach machen, das langt ja eigentlich schon. Also, wenn dann jemand halt direkt am Anfang das nicht sieht, also, naja, dann kann man ihm auch nicht helfen. Dann muss er halt einen Trans bezahlen für 20 Euro oder 30. Ja. Aber ich finde, also, das würde mir eigentlich schon lang, wenn einfach ein GER steht hinter den 160 PvE und Prozent gut PvP-Surfern. gespielt. Mehr als Und möglich. das Ich kann bin keine an Arbeit Grenzen sein. Das kann hinausgegangen. nicht wirklich mit Kosten verbunden sein. Meine Ich weiß es nicht. Das ist eine schwierige Frage. Twitch Prime ist kostenlos. Richtig. Guter Einwand an der Stelle. Kaiser, vielen, vielen Dank für die 10 Euro. Also heute, Leute, da muss ich so schnell wie möglich meine Steuerberaterin kontaktieren. Vielen Dank für die 10 Euro, Kaiser. Ja, danke dir. Ja. Ja, jetzt nochmal die Frage in die Runde. Hat jemand von euch noch irgendwelche Anmerkungen, irgendwelche Fragen, irgendwelche Sachen, die wir vielleicht noch nicht besprochen haben? Sonst würde ich sagen, wir sind jetzt, glaube ich, schon so ungefähr eine Dreiviertelstunde am Start. Fabian, oder hast du vielleicht auch noch einen Punkt, den wir noch ansprechen sollten zu dem Thema? Sonst könnten wir dann auch langsam uns dem Ende nähern, würde ich sagen, ne? Oder nähern. Nö, also ich finde es halt wichtig, dass die Leute sich absprechen, dass man halt wirklich auf gemeinsame Surfer geht. Ich habe jetzt auch mit einem alten Freund, mit dem ich viel Arena gezockt habe und sowas,
nochmal extra gesprochen. Und wir haben halt gesagt, wir klären auf jeden Fall ab, auf welchen Server wir gehen, damit wir halt zusammen dann auch gehen. Und er will halt nur ein bisschen zocken, aber mit dem an seiner Seite spielt immer ein Krieger extrem gut. Da fühle ich mich sicherer, wenn ich queste. Und deswegen ist es halt extrem wichtig, dass die Leute sich absprechen und dann gemeinsam auf die Server gehen. Und deswegen finde ich so Sachen, die wie die Discord-Channel und sowas, die sie unterstützen, finde ich halt super. Dass man es halt auch ohne Community machen kann. Also dass man halt einfach sagt, wieder, okay, wir gehen alle ins Discord, verschiedene Gilden treffen sich und wir sagen, wir nehmen uns den Server. Also ich finde das echt bewundernswert. Das ist ja, richtig gut. Finde ich auch krass, wie schnell das auch ging. Also wie schnell da jetzt auch schon die Leute sich organisiert haben. Das ist schon beeindruckend. Ich habe einen Tag später schon eine Petition gesehen, die man unterschreiben konnte und so. So, warte mal, Shark hatte. Ich habe auch direkt unterschrieben. Shark hatte noch einen Post geschrieben, wo denn? Das mit den Spaniern oder wie? Die Spanier haben es damals auch durch Absprache auf alle auf Spinebreaker angefangen, wurden reihenweise durch GMs bestraft, weil die natürlich nur Spanisch gesprochen haben und die anderen Spieler nichts verstanden haben. Die offizielle RAM-Sprache war halt Englisch. Okay, und wie ist die Geschichte dann ausgegangen? Also haben die GMs irgendwann aufgegeben oder die Spanier oder wer hat da gewonnen? Also die Befürchtung wäre dann an der Stelle, dass wenn jetzt die Deutschen alle auf einem Server anfangen würden, da dann alles auf Deutsch zu spammen, dass wir dann quasi die ganze Zeit abgestraft werden. Und so meinst du das, ja? Sombono, vielen Dank für 1000 Bits WTF. Danke dir. Was geht denn bei dir heute? Ich bring dir Glück. Fabian. Das müssen wir mal öfter machen, Fabian. Aber hat gecheert und Belohnungen mit 25 weiteren im Chat geteilt. Was bedeutet das denn? Verstehe ich gar nicht so richtig. Muss da mal jemand aufklären, was bekommt ihr denn jetzt noch für Belohnungen? Irgendwann kam der Client in Spanisch und spanische Server und dann haben... Ach so, dann sind alle dann abgehauen. Ja, okay. Ist es verboten? Ja, aber da haben sie auch das gekriegt, was sie wollten. Ja, nur ist nur die Frage, wie lange es gedauert hat, ne? Ja, das stimmt. Ist es verboten, auf internationalen Servern Deutsch zu schreiben? Ich glaube, ich vermute im allgemeinen Kanal dann wahrscheinlich schon, ne? Nur wenn das halt jeden Tag 5000 Leute machen, du kannst ja nicht 5000 Leute bannen, ne? Vor allem glaube ich auch nicht, dass sie es mit einem Bann gelöst haben, das wäre zu krass, die Bestrafung. Also das Gesicht. Also. Mojo, danke für 100 Bits, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, danke dir. Ja, 40, mal gucken. Wenn das Level 50er Cap kommt, dann machen wir 40. Das sind europäische Server. Es wurde doch gesagt, dass dort jede Sprache geschrieben werden darf, da es keine rein englischen Server sind. Da hat er auch recht. Das ist eine gute Anmerkung. Es sind europäische Server, keine rein englischen Server. Wie ist es dann? Oder wie siehst du das, die Pfeile? Also ich würde dann sagen, dann ist es schon schwieriger zu sagen, hier müsst ihr die Sprache sprechen, weil wir sind dann nicht auf einem englischen Server, sondern auf einem internationalen. Und wenn ich einfach kein Englisch kann, muss ich Deutsch. Also könntest du ja sogar so begründen, was soll ich machen? Ich kann kein Englisch. Dann. Das wäre geil. Wenn alle 5000 Deutschen auf dem Server dann sagen, wir können alle. Jetzt müssten sie halt erstmal beweisen, wer wirklich Englisch kann und wer nicht, weißt du? Also, das ist. Ja. Ja, aber hast schon, ich weiß, was du meinst. Breaking News: Alle Deutschen können kein Englisch. Ja. Englisch in deutschen Schulen abgeschafft. Ja. Warte mal, der Soleil ist ja doch irgendwie richtig, ne? Ja. Dann würde ich jetzt sagen, Leute, ich guck nochmal, ob ich ein, zwei Kommentare vorlese, aber dann würden wir die Podcast-Folge auch dann so langsam beenden. Wie gesagt, die kommt dann morgen Vormittag auf YouTube online und auch auf Spotify. Wird die online kommen. Ich guck grad nochmal, ob wir hier noch ein paar interessante Kommentare haben. Danke, dass du. Oh, Schiff kommt auch gerade, sehr schön.
So. Direkt mal drauf. Ist doch eigentlich europäischer Server und kein englischer Server, die kommen sollen. Das heißt, dass du frei in deiner Sprache schreiben darfst. Blizzard gibt dir auch keine andere Wahl als einen EU-Server vor. Ja, wie gesagt, also auf den ganzen größeren Privatservern, Nostalrius, Elysium und so weiter, da durfte man auch sich in seiner Sprache unterhalten. Nur im World-Chat durfte man eben nicht in jeder Sprache schreiben. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass man sich im World-Chat dann nur Englisch unterhalten darf. Die Frage ist nur, kann man das durchsetzen gegen 5000 Leute, die den World-Chat auf Deutsch zu spammen dann, ne? Ich weiß nicht. Was hältst du von dem Supply Chain Management? Da können wir gleich nochmal drüber reden, so ein Bono. Finde ich ganz interessant, aber hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun gerade. Können wir mal gerne gleich nochmal machen. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir werden jetzt heute nicht keine Lösung finden, wahrscheinlich an der Stelle hier. Auf jeden Fall danke an der Stelle an jeden, der heute mitdiskutiert hat hier und auch der sich unter den Videos beteiligt hat von mir, der auch im Forum Beiträge gemacht hat, wer auch auf Twitter vielleicht ein Posting gemacht hat von euch. Ja, vielen Dank dafür. Ich glaube, so ein gutes, auch mal mit ein bisschen härteres Feedback direkt am Anfang kann auch viel bringen, glaube ich. Fahre ich gerade wieder zurück. Ich glaube. Und deswegen, also ich glaube, wenn wir jetzt viel Druck gerade ausüben, alles gut. Dann, weil ich glaube, wenn wir einfach nichts gemacht hätten, dann hätte Blizzard einfach auch nichts verändern müssen, irgendwie, so gefühlt, ne? Jetzt ist ja auch nicht gewusst. Oder, ne? Dass wir uns alle aufregen. Also, oder? Also, du musst dir eine Rückmeldung geben, aber du musst konstruktiv rückmelden und halt ohne Flame. Und genau, natürlich. Also auch nochmal an der Stelle auch danke an jeden, der das auch konstruktiv gemacht hat, genau, nicht einfach nur losgeflamed hat. Hast vielleicht auch nochmal jetzt die Anmerkung an der Stelle, wenn ihr Feedback gebt, dann halt einfach gerne auch nicht so emotional und sondern einfach, ja, halt einfach sachlich bleiben, so, ne? Und ich dann hoffe ich... Schlafen, so hab ich's auch gemacht. Nächsten Morgen was geschrieben und dann so. Genau. Und dann hoffe ich einfach mal, dass wir da wirklich noch eine positive Nachricht bekommen werden in dem Zug. Und dass Blizzard, ja, das vielleicht nochmal überdenkt und dass dann auch wirklich eine gute Entscheidung ist am Ende, ne? Und dass wir uns dann nicht in einem halben Jahr alle wünschen würden, hätten wir noch mal den internationalen Server bekommen, jetzt sind alle Deutschen tot. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich glaube ich auch nicht, niemals. Ich glaube einfach, das aktuelle WoW kann auch einfach... Es ist schon noch ein Spiel für einige Leute so, aber es kann auch nicht wirklich... Also Classic hat eine ganz andere Zielgruppe irgendwie an Spielern auch. Und da sind so viele Leute, die da Bock drauf haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Game irgendwie tot ist in einem halben Jahr. Ja, jo, Nabend Nox, grüß dich. Moin Moin. Genau, Fabian, hast du noch was zum Abschluss vielleicht zu sagen zu dem Thema? Nö, also ich bin jetzt einfach nur froh, dass das alles, also ich bin froh, dass wir Classic kriegen. Und wenn es dann die internationalen Surfer werden sollten, dann wäre es halt so. Schade fände ich es trotzdem. Aber ich glaube nicht dran. Ich glaube wirklich, dass Blizzard auf die Community drauf eingeht, dass wir internationale Surfer kriegen. Und ich finde es einfach nur genial, aber trotzdem, wie die deutsche Community direkt gezeigt hat, durch ihr Statement, dass wir keine internationalen Surfer wollen. Und aber auch gezeigt hat, falls welche kommen, was machen wir? Sie sind direkt an die Arbeit gegangen, haben direkt praktisch einen Plan B gesucht, haben geguckt, wie können wir trotzdem alle zusammenbleiben. Und genau, ohne Kack, das zeigt einfach, wie genial die deutsche Community ist. Und ich finde, da kann man schon stolz drauf sein, wie schnell und wie gut das alles geklappt hat. Mhm. Genau, wie gesagt, ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, die Bedenken, die man natürlich haben sollte ein Stück weit, dass halt dann auch eventuell einige Leute auf den Servern anfangen werden, die eben davon nichts mitbekommen, die dann nochmal neu hochleveln müssen oder ihren Char transferieren können. Die sind immer noch im Hinterkopf da bei mir und ich denke auch, da sollte man drüber nachdenken. Es ist auch, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, Cello, danke für dein Follow und willkommen. Ist das Argument auch einfach, dass wirklich, wenn ich dann höre, dass wirklich jede größere Region in Europa vorhat, einen eigenen Server oder mehrere Server, die brauchen dann auch PvE, PvP-Server, wirklich einnehmen will, so eine Art, dass man dann am Ende wahrscheinlich gar keine andere Wahl hat,
als es eben auch zu machen. Ne? Blizzard lässt uns ja auch. Also, ne? Sie würden uns keine andere lasten. Fertig. Ja, es ist einfach, wenn alle anderen das auch machen, sehe ich es jetzt auch irgendwie schwierig, dann irgendwie jetzt zu sagen, okay, wir stellen uns dagegen. Das Witzige finden, ja, würde ich nur finden, wenn es am Ende keine englischen Surfer geben würde. Wenn alle eingenommen werden und die Engländer in die Röhre gucken, weil die sich nicht abgesprochen haben. Und es einfach keine englischen Surfer, der mehr übrig bleibt. Das wäre echt bitter. Stimmt, weil die gerade über die müssen so dann ausweichen auf RP, PvP oder so. Weil einfach die ganzen anderen überall schon andere Nationen spielen. Sprudelwasserhasser, danke für dein Follow. Und ich habe ja auch Stilles gerade am Start. Kann ich verstehen, den Hate. Ja, dann würde ich sagen, danke Fabian an der Stelle für das nice Gespräch mal wieder. Ja, war ja schon der zweite Podcast mit uns hier an der Stelle. Ja, vielen Dank für die Einladung. Jo, sehr gerne. Und an der Stelle auch nochmal Leute hier im Chat gerade mal den Link von meinem Podcast auf Spotify. Da habe ich auch schon ein paar Folgen aufgenommen. Gerne mal reinschauen, gerne mal ein Follow dalassen. Ja, würde mir wirklich sehr helfen. Wenn ihr mal eine lange Autofahrt vor euch habt oder so, ist eigentlich immer eine ganz coole Geschichte. Dann kann man sich die ganze Geschichte hier auch im Auto anhören und kann auch während der Autofahrt sich mit WoW Classic beschäftigen. Genau, und da wird dann auch diese Folge hier auch online kommen. Ich werde die Audiospur nehmen und auch auf Spotify hochladen. Ja, genau, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Auch nochmal dann natürlich an der Stelle hier danke für die YouTube-Zuschauer, die bis hierhin geschaut haben. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen euch auch jetzt hier Gedanken machen können über das Thema und ich hoffe, ihr seid auch alle ein bisschen beruhigt und seid auch immer noch gehypt auf Classic. Wie gesagt, das finde ich das Wichtigste, dass wir alle denken, der Hype ist over, so eine Art, ist auf gar keinen Fall. Und schreibt mir gerne mal unter das Video dann, wie ihr euch gerade fühlt, so, ob ihr auch einfach denkt, so, ja, Blizzard wird da noch einlenken. Oder glaubt ihr, die werden da wahrscheinlich nicht einlenken, aber müsst ihr was scheiß drauf, wir werden eh unsere eigenen Server dann bekommen durch die Communities und in dem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.